Das ist kein gewöhnlicher 4er BMW. Das ist eine Mischung aus Carbon, Aluminium und Adrenalin. Der BMW M4 ist ein Bubentraum auf Rädern. BMWs M-Serie schreibt seit Jahrzehnten Motorsportgeschichte und der M4 wird garantiert ein neues Kapitel aufschlagen. Das ausgeklügelte Leichtbaukonzept und ein intelligenter Materialmix bilden die Grundlage für einen extrem tiefen Schwerpunkt. Dies gilt ebenso für die viertürige M3-Limousine und das M4-Cabrio. Das Herzstück des M4 ist ein 3 Liter großer Reihen-Sechszylinder, befeuert von 2 Turboladern und einem Gänsehautgenerator. Höflicherweise ermöglicht BMW 4 Personen diese bewusstseinserweiternde Erfahrung. Armaturen und Bedienelemente sind BMW-typisch dem Fahrer zugewandt und die Schalensitze, die behüten die Passagiere vor Kurvenkräften wie die selige Patrona Bavaria. Statt einem Heiligenschein gibt's aber ein illuminiertes M4-Logo. Der Rest, der ist bekannt aus der 3er und 4er Reihe, außer dass nervende Assistenzsysteme zur Gänze fehlen. Denn das ist ein Fahrerauto und jede Funktion dient nur einer einzigen Prämisse: der unbändigen Freude am Fahren. PS katapultieren den M4 in glatten 4 Sekunden auf 100 und nur 9 Sekunden später überschreitet der Supersportler die 200 km/h-Marke. Auf der Straße mit dem M4 ist natürlich genau sein Revier. Den M4 gibt es natürlich auch noch als M3, dann ist eine Limousine, oder als M4 Cabrio. In der Standardversion, und ich würde jetzt mal sagen, für die Basis ist das mehr als okay, 431 PS. Und dieser M4 besitzt das BMW M Competition Paket mit sage und schreibe 450 PS. Mit an Bord die wunderbare 7-Gang-Doppelkupplung und die schaltet schneller als man sagen kann. Gefestigte Charaktere könnten den M4 unter 9 Liter fahren, denn der Bayer verfügt über 3 verschiedene Fahrmodi. Komfort, dann fährt er sich so einfach wie ein Basis-3er, Sport und schließlich Sport Plus. Und was dann im Innenraum abgeht, lässt sich nur schwer beschreiben. Denn der M4 mit dem Competition-Paket verfügt über einen Klappenauspuff. Sie hören schon, also die Klappen sind geöffnet. Wir haben jetzt ungefähr 3000 Touren im zweiten Gang. Herrliche Kombination. Momentan sind wir bei der Doppelkupplung im Automatikmodus, schaltet wie jedes andere BMW Automatikgetriebe wunderbar harmonisch. Und wenn da vorne jetzt der 50er aus ist, ja, dann fängt das Drama an. Mit 3, 2, 1 und jetzt. Ist das geil? Es ist geil. Und genau darin liegt der Reiz des M4. Er zaubert ein Grinsen aufs Gesicht, selbst beim Zurückschalten. Beim Zurückschalten wird Zwischengas gegeben, also was will man mehr? Es ist einfach nur BMW, danke, 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 es ist einfach. Ihr habt es wieder mal alles richtig gemacht, ja? Auch wenn über 100.000 Euro nach viel Geld klingen, BMW hat hier einiges richtig gemacht. Denn echte Freude am Fahren ist unbezahlbar.